Ja, Almabtrieb ist natürlich keine Kessner Erfindung und schon gar keine touristische Erfindung. Almabtrieb hat es schon viele, viele Jahre gegeben, ist allerdings dann eingeschlafen, weil natürlich mit der Motorisierung auf den Bauernhöfen und die Bauern sich das auch einfacher gemacht haben und die Kühe und alles Zeug, was sie auf der Alm umgehabt haben im Sommer, haben es einfach mit einer Maschine angebracht, mit einer Fahrzeug. Erst vor 18 Jahren ist es in Kessen wieder gelungen, dass man diesen alten Brauch wiederbelebt hat. Und einer der Maßgebenden, der sich da eingesetzt hat, war der Landecker Hans, auch ein Bauer mitten im Dorf, der gesagt hat, was wir anders können, mussten wir wohl auch zusammenbringen. Und da haben wir miteinander mit den Bauern einen Almabtrieb wieder organisiert, einen gemeinsamen Almabtrieb. Das ist auch so wichtig, weil natürlich die Bauern ja früher angefahren sind, wenn es Zeit gewesen ist, wenn es die Alm zulassen hat. Und wir haben halt dann versucht, vom Tourismusverband zu sagen, vielleicht bringen wir ein paar Bauern zusammen, die gleichzeitig ein Viech hochtreiben. Und wir organisieren dazu ein bisschen ein Rahmenprogramm, ein Netz. Und das haben wir seit 18 Jahren so praktiziert. Und das ist ein Riesenerfolg, es kommen jedes Jahr nur mehr Leute. Und was das Besondere in Kessen vielleicht ist, dass die Einheimischen genauso gern da sind wie die Gäste. Das gefällt ihnen. Und wie gesagt, die Bauern stehen dazu, wir lassen das Bauerntum leben. Nick hat da beim Almabtrieb das ganze Jahr über. Das ist einfach eine Verbindung Tourismus und Landwirtschaft da. Das gehört zusammen. Und wenn man da gut zusammenarbeitet, dann geht es in so einem gut.